Aus Frankfurt, also aus Deutschland. Eigentlich bin gestern nach Bozen gekommen und habe durch meine Kollegin in der Jugendherberge erfahren, dass es hier dieses Festival stattfindet. Ich finde das Programm super und deshalb nehme ich daran teil. Das ist der Geist, der hinter dem Festival des Gehens der Stadt Bozen steckt. Bei der zweiten Ausgabe dieser Veranstaltung, die sich mit dem Wohlgefühl des Gehens auseinandersetzt, fehlte es nicht an Gästen, auch von außerhalb der Stadt, des Landes und auch von jenseits der Grenze. Ein Festival, das zur Gänze dem Gehen gewidmet ist, den gesundheitlichen und den kulturellen Aspekten des Gehens. Vom 23. bis zum 25. Mai drei Tage voller Veranstaltungen, Autorentreffen, Konzerte, kurioser Geh-Workshops und vieles mehr. Und möglichst vieles im Gehen. Gehen regt an, hält fit und festigt die Gesundheit und die innere Ausgeglichenheit. Und deshalb ist es wichtig, dass das Gehen auch bereits als Kind betreibt. Denn das Gehen auch also regelmäßig getan, jeden Tag, auch für kurze Strecken, trägt bei, die Gesundheit zu fördern und die innere Ausgeglichenheit beizubehalten. Unter der künstlerischen Leitung von Luca Gianotti, Werkführer, Autor und Begründer der Compagnia dei Camini, sind mehr als 50 unterschiedliche Veranstaltungen angeboten worden. Die Qual der Wahl also für das zahlreiche Publikum. Es wurden mehr als 3.500 Teilnehmer gezählt, das an diesem außerordentlichen Event teilgenommen hat. Um unsere Stadt ein bisschen zu genießen, weil wir immer Stress und Eile haben. Und in dieser Zeit ist es auch wichtig, ein bisschen uns Ruhe zu nehmen und mit den Kindern auch etwas zusammen erfahren. Beim Festival des Gehens ist natürlich auch an die Kleinsten gedacht worden, die in wenigen Jahren dann auch auf eigenen Beinen stehen werden. In diesem Alter sind die Kinder klarerweise noch nicht imstande, die Probleme, die Schwierigkeiten, die Gefahren vom Verkehr, von der Straße zu verstehen. Und deswegen sind die Eltern so wichtig in der Zeit. Mit ihrem Beispiel können sie die Kinder schützen und nicht in Gefahr stellen. Musik und Literatur sind mit dem Gehen sehr leicht vereinbar. Der Erfolg des Abends mit dem Schriftsteller Wu Ming II ist ein Beweis dafür. Le vie maestre non sono le mie zone. Jeder von uns kennt die Kraft, die von der Bewegung mit Musik ausgeht. Man kann aber immer noch etwas Neues entdecken. Camminare e respirare. Gehen heißt atmen und atmen heißt dem Rhythmus der eigenen Schritte folgen. Und wenn man in der Gruppe geht, so ist das Schönste daran, den Rhythmus der Schritte aufeinander abzustimmen. Del gruppo, della compagnia. Zu den Persönlichkeiten dieses Festivals des Gehen zählte sicherlich Eugenio Benato. Sein Konzert im Auditorium Haydn in der Altstadt riss alle vom Hocker. Niemand konnte bei so mitreißender Musik sitzen bleiben. Es freut mich, hier in Bozen beim Festival des Gehens zu sein. Dieses Festival drückt ein einfaches und menschliches Konzept aus. Gehen, zu Fuß gehen. Man kann im Gehen Dinge sehen, die bei hoher Geschwindigkeit nicht sichtbar werden. Ich bin auch nicht mehr mit dieser Einstellung. Eine ganze neue, junge Generation schwimmt oder besser geht auf dieser Welle.